mit europäischer Folklore. Das ist auch eine Überraschung einer Gruppe, die sich bereit erklärt hat, hier etwas mit uns vorzutragen. Und zum Schluss wollen wir wieder die Europa-Hymne Freude schöner Götterfunken gemeinsam singen und dann einen kleinen Abschluss finden. Und so. Dann kommen wir jetzt zu unserem Beitrag. Matthias? Ja, Europa, Zahlen, Fakten und Daten. Ein paar Zahlen und Namen. Es gibt in Europa, in der EU, etwa 500 Millionen EU-Bürger. Das flächenmäßig größte Mitglied ist Frankreich. Das bevölkerungsreichste Deutschland. Und das nach Fläche und Bevölkerung kleinste ist Malta. Im EU-Parlament sitzen 751 frei und direkt gewählte Abgeordnete. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre. Die meisten kommen aus Deutschland. Im Europäischen Rat sitzen die Regierungschefs der noch 28 Mitgliedstaaten. Präsident ist Donald Tusk. Man kommt 4-mal im Jahr zusammen. Im Rat der Europäischen Union, also im Ministerrat, sitzen Regierungsvertreter aller 27 Mitgliedstaaten. Ja, bald sind es 27. Leider, leider. Der Vorsitz wechselt alle 6 Monate und jetzt hat ihn Malta inne. In der EU-Kommission in Brüssel arbeiten ca. 25.000 Mitarbeiter. Der Präsident ist Jean-Claude Juncker. Der EU-Haushalt hat 2017 einen Umfang von ungefähr 144 Milliarden Euro. Das ist weniger als die Hälfte des Bundesetats. Wer macht EU-Recht? Die EU-Kommission macht Vorschläge für neues Recht und legt sie dem EU-Parlament und dem Europäischen Rat zur Beratung vor. Änderungsvorschläge können eingebracht werden. Das Recht tritt in Kraft, wenn beide Organe zustimmen. Man unterscheidet Verträge, Richtlinien, Verordnungen. Verordnungen werden nach ihrem Beschluss in allen Mitgliedstaaten gültig. Richtlinien machen den Mitgliedstaaten Vorgaben, die erfüllt werden müssen. Die Mitgliedstaaten müssen die Richtlinien im Rahmen nationaler Verfahren in nationale Gesetze überführen. Im Schnitt dauert es 15 Monate, bis aus einem Vorhaben auch ein Gesetz wird. Was macht die EU-Kommission? Sie schlägt neue Gesetzesvorhaben dem Parlament und dem Rat vor. Das macht nur Sinn, wenn diese mit allen 27 Regierungen abgestimmt sind. Sie kontrolliert die Durchführung der Beschlüsse der EU, mahnt deren Einhaltung ein, leitet gegebenenfalls Strafmaßnahmen ein. Sie ist verantwortlich für die Hilfs- und Entwicklungsprogramme der EU. Sie kann den Auftrag erhalten, mit Drittstaaten oder internationalen Organisationen Verhandlungen durchzuführen, zum Beispiel TTIP. Die EU-Kommission wird vom Europäischen Gerichtshof und vom Europäischen Rechnungshof kontrolliert. Solidarität in der EU. Die EU fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. Sie setzt insbesondere zum Ziel, die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und den Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete zu verringern. Alle Mitgliedstaaten zahlen entsprechend ihrer Wirtschaftskraft Gelder an die EU und erhalten von ihr Mittel zurück. Der größte Nettozahler ist die Bundesrepublik Deutschland.
Pro Kopf der Bevölkerung zahlt Schweden am meisten, nämlich 220 Euro, gefolgt von den Niederlanden und Deutschland mit 178 Euro. Pro Kopf der Bevölkerung empfängt am meisten der Bürger in Tschechien, nämlich 540 Euro, oder der in Griechenland, nämlich 475 Euro.